So, schönen guten Morgen. Heute ist Montag. Jetzt möchte ich hier mit der Glocke weitermachen. Ich hatte ja gesagt, ihr könnt das Stück Leinenschlag jetzt dann auch machen, anschließend nach dem Ganzschlag. Ich hoffe jetzt, ihr habt mitgedacht. Wir hatten ja hier oben immer zwischen den Ganzschlägen eine Zusatzdrehung gemacht, dass da also zweimal gedreht ist. Ich hoffe, ihr habt mitgedacht und habt das hier auch gemacht. Das habe ich jetzt nicht extra gesagt, aber ich denke mal, ihr seid ja eigentlich so weit, dass ihr auch mitdenkt schon. So, wenn nicht, ist es nicht tragisch, braucht ihr nicht aufmachen, aber man sollte schon mal mitdenken. Es sind dann manchmal für mich so Sachen, die so selbstverständlich sind und dann vergesse ich das zu sagen. Ich habe jetzt das Stückchen Leinenschlag noch gemacht und jetzt kommen wir gleich an die Stelle, wo angehäkelt wird. Wir haben hier 1, 2, 3 Anhäkelpunkte. Es stecken 4 Nadeln, aber wir haben nur 3 Anhäkelpunkte. Wenn ihr da auch schön immer die doppelte Nadel gesetzt habt, könnt ihr da wunderbar anhäkeln. Dann haben wir hier einmal die verkürzte Reihe, die zeige ich euch dann auch. So, jetzt erstmal das eine Video nochmal vom Anhäkeln. Jetzt muss ich aber erst nochmal nach rechts. Ach so, was jetzt auch noch wichtig ist, die Anfangsnadeln, wo wir hier mit bunten Köpfchen noch gearbeitet haben, ersetzt ihr durch zwei andere Nadeln. Ja, dass da wieder an den Anfangsösen hier zwei Nadeln stecken, aber normale Nadeln, damit wir die ganz reindrücken können. Sonst bleiben wir da dauernd hängen. Das ist doof. So, ich lasse auch das hier mal ein bisschen weiter offen, dass ihr das besser sehen könnt. Jetzt muss ich noch einmal hier nach rechts. Ich mache jetzt hier komplett im Leinenschlag auch weiter. Bis zu dieser Höhe hier, ja, dass wir da gleich kommen und dann geht es wieder im Ganzschlag. Und dann sind wir eigentlich auch schon an der Ecke, die wir da schon hatten. Das müsstet ihr denn selber können. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht, dann würde ich dann noch mal ein Video zu einschieben, wie wir hier mit den Teilen, ob wir die direkt aus dem Band raus schon machen und dann wieder mitnehmen oder ob wir die später extra einhängen. Da muss ich noch mal ausfrickeln. Sonst mache ich da noch mal ein extra Video von. Ja? Kriegt ihr aber Bescheid rechtzeitig. So, jetzt noch einmal und dann müssen wir anhäkeln. So, da mache ich eine Drehung. Ziehe mir die Nadeln. Anhäkelpunkt. Zwei Nadeln. Damit wir da schön mit unserem Häkchen reinkommen. Seht ihr, was das schöne Öse jetzt geworden ist da? So, die lege ich mir da oben hin. Rein damit. So, nehme mir den oberen Faden und ziehe den durch. Na? So. Und steckt von oben. Aufpassen beim Anhäkeln auch. Moment, ich muss mal eben länger machen. Aufpassen beim Anhäkeln, dass die Schlaufe hier nicht so verdreht. Wenn die verdreht ist, dann kriegen wir da einen Knubbel, dann können wir da auch nicht richtig anziehen. Also gucken, dass die schön so offen liegt. Ich mache hier mal größer. Ah, jetzt bin ich wieder aus dem Bild. Moment, so. Ne, dass ihr da aufpasst, dass die Schlaufe schön. So ist es schon verdreht. So. Und dann von oben den Klöppel da reinstecken. Den anderen, ne? Immer den anderen. Und jetzt ziehe ich das schön an und stecke dann, drehe hier einmal noch das Paar und stecke die Nadel wieder in die Öse, in das vorhandene Loch. Aber nur eine Nadel braucht ihr da stecken. Dann geht es wieder im Leinenschlag weiter. Mache jetzt mal eben bis zu der verkürzten Reihe.
Jetzt möchte ich mal die. Wo ist denn meine Glocke hin? Hier nochmal. So, jetzt muss ich da nochmal anhäkeln. Nee, da. Dann nicht, die Nadel, die bleibt stecken. Hier habe ich die beiden Nadeln. Da muss ich anhäkeln jetzt. Da bin ich. Da und die nicht. Die hier. So, einmal drehen. Häkchen ganz durchschieben bis hinter die Zunge, dann den Faden einlegen und durchziehen. Jetzt wieder von oben reinstecken. Schön anziehen, einmal drehen. Wenn ich dann das Paar hier so rüberziehe nach rechts, dann sehe ich auch wieder, wo mein Loch ist. Dann stecke ich da wieder die Nadel zurück. So, jetzt geht es wieder im Leinenschlag weiter und mein Brett muss ich drehen. Moment, da müsst ihr auch immer schön drauf achten, dass immer das Brett in, die Richt- in der richtigen Richtung liegt, sonst könnt ihr auch nicht vernünftig anziehen, dann wird es nicht schön. So, die verkürzte Reihe. Kommt gleich. Jetzt gehe ich erstmal wieder hier nach rechts. Hier ist mein Paar. So, mit der verkürzten Reihe, da komme ich jetzt, nee, noch nicht, nächste Reihe erst. Da habe ich erst noch einen Nadelpunkt. Und immer schön darauf achten zwischendurch mal, dass ihr auch schön im Zickzack mitlauft. Sonst wird es schief. Dann sehen die Reihen schief aus. Ne? Darauf achten. So. Jetzt noch einmal anhäkeln, einmal drehen. Die zwei Nadeln hier raus. Häkchen. Und den oberen Faden nehmen. Dann bleibt die Drehung erhalten da. Und von oben reinstecken. So. Und das Laufpaar noch einmal drehen. Damit wir da auch die Drehung haben auf dem Rückweg. So, jetzt muss ich die mal hier wieder der Reihe nach hinlegen. So gehört es. So, okay. Ne? Hier habe ich jetzt auch die Drehung. Und im Leinenschlag geht's weiter. Und jetzt habe ich die verkürzte Reihe. Das heißt, ich lasse meinen Goldfaden liegen hier. Der bleibt liegen. Die anderen, die nehme ich mit. Und mache da die Nadel und gehe von da aus wieder zurück. Ich bin aus dem Bild die ganze Zeit. Super. Super. So. Aber das Anhäkeln hatte ich ja eben gezeichnet. Könnt ihr euch ja den da nochmal angucken. Aber die verkürzte Reihe, da muss ich da nochmal eben zurück. Sonst seid ihr damit überfordert. So. Ich habe also jetzt wieder von der letzten Anhäkelstelle aus zurück. Und jetzt habe ich, wie ihr seht, müssen wir jetzt da die...
bisschen kleiner machen. So, da müsst ihr jetzt die, die verkürzte Reihe arbeiten. Ja, da geht der Zickzack nämlich nur bis da. Könnt ihr das sehen? Bis da, Moment, hier. Da. Ja, das heißt, ich lasse mein Goldpaar liegen. Wer einfarbig arbeitet, lässt dann einfach das letzte Paar liegen. Und arbeitet im Leinenschlag bis da. Einmal drehen den Läufer und die Nadel dann auch da an die Stelle stecken. So, wieder zurück. Ende der Reihe zweimal drehen, hier da die Nadel hin. Und da wir da später anhäkeln müssen an der Stelle, so hätte ich jetzt fast vergessen, stecke ich da direkt die zweite Nadel dazu, damit wir da die schöne große Öse kriegen. Und wieder nach rechts. Und jetzt nehme ich mein Goldpaar ganz normal mit. Und dann habe ich auch wieder eine lange Reihe. Es war jetzt nur eine Reihe, mit, die da verkürzt sein muss. So. Dann kann man das, den letzten einfach so liegen lassen. Wenn das mehrere Reihen sind hintereinander, dann muss man das anders machen. Da gibt es dann andere Möglichkeiten. So, und hier auch wieder. Da muss ich später auch wieder anhäkeln. Da muss man jetzt immer dran denken. Ich vergesse das auch immer. So, und wieder zurück. Und hinterher beim Anhäkeln denke ich dann immer, ah ja, hättest du dir einfacher machen können. Aber ihr seid ja noch alle jung im Kopf, ihr werdet das schon noch machen. So, jetzt dahin. So, jetzt kann ich eigentlich wieder glatt runterarbeiten bis zum, ja, ich sage erstmal vorerst bis hier. Wir sehen uns da spätestens da nochmal wieder. Dann gebe ich euch Bescheid, ob wir später das Paar extra einhängen, beziehungsweise zwei Paare sind das dann. Nee, es sind Flechter, das sind zwei Paare für einen Flechter. Den müssen wir dann so arbeiten, dass der denn da wieder abgeknotet wird. Oder ob ich den jetzt aus dem Band rausmache. Das muss ich ausprobieren, was für euch jetzt die einfachere Variante ist. Okay? Ich wünsche euch einen schönen Tag und noch eine schöne Woche. Tschüss!